Ja, weiter geht es mit Let's Play Rift. Ja, wir stehen hier in Lager Klüngel. Wir haben, wie ihr seht, noch ein paar Quests abzugeben. Beziehungsweise man sieht es ja auch noch auf der Karte. Und das werden wir jetzt auch gleich mal tun. Ja, ich habe gesehen, dass am 28. der Patch 1.9 aufgespielt wurde, der das 3er Fraktions-PvP eingeführt hat. Ich habe es nicht getestet, also bis jetzt noch nicht. Bei Zeiten werden wir das Ganze sicherlich auch mal erleben. Große Sonne, hoher Besuch. Ja, genau, genau. Also verbeuge dich bei dem hohen Besuch hier von mir. So, das Gerät funktioniert also wie erwartet. Meine Rivalen haben die Erfolge meiner ersten Tests als Vakal sich zu unsicher abgelehnt. Ha! Die werden schon sehen, von wegen zu unsicher. Ja, wir können hier so einen komischen Stab aussuchen. Da ist egal, was wir nehmen. Wir tragen nämlich keine Stäbchen, sondern einen fetten Hammer. So. Dann haben wir hier die Nachfolgequest. Steinfeder-Extraktion. Mist! Die eingefangene Trollwut wird das Gerät aus der Balance bringen. Ich brauche eine schwächere Wutquelle, um es zu stabilisieren. Steinfedern könnten reichen. Bitte, beeilt euch. Wenn das Gerät destabilisiert wird, könnte es sehr unangenehm werden. Ja, extrahiert Steinfederwut 0 von 4. Danke für eure Hilfe. Ja, bitte, bitte. Rechnung schicke ich dir später. So. Ja, gut, dass ihr da seid. Ja, finde ich auch. Es gibt Beweise, dass Trolle und Riesen einst den Titanen gedient haben, die vor Jahrhunderten hier lebten. Als die Aed die Titanen bezwangen, versuchten die Riesen, das Ruder zu übernehmen. Rostige Stücke sind der Beweis, dass dieser Machtkampf die Trollfehde auslöste, die noch heute hier herrscht. Sehr schön. Und gleich die Folgequest. Wer hätte das auch anders erwartet? Eine Art Magnetismus. Die Titanen haben geherrscht, aber als sie gefangen wurden, haben die Riesen übernommen. Die Steinschlagtrolle folgen nun den Riesen. Aber ich vermute, die Grausknochen kämpfen für ihre wahren Herren, die Titanen. Sie werden von der Titanenrüstung angezogen, wie Hunde von den Schuhen ihres Herrchens. Um das zu testen, könnt ihr diese Rüstungsstücke auslegen und zusehen, welche Trolle versuchen werden, sie zu kriegen. Bietet so viel Widerstand auf wie möglich. Ja, platziert die Kiste mit Rüstungsstücken. Das machen wir. Und haben wir noch was? Ja, da oben ist auch noch eine Quest. Mann, 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 hier werden wir wieder behäuft mit Quests. So, mal gucken, was Krim für uns gut, hat. Dass ihr da seid. Oh, zwei Sachen. Billiges Essen. Oh, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, Entschuldigung. Skeptiker sind gute Kunden, aber ich hatte mehr Profit erhofft. Es kostet einfach zu viel, die Nahrung aus der Freimarkt zu importieren. Warum bringt ihr nicht ein paar Sichelhorn-Koteletts von den Widdern in der Nähe? Wollen doch mal sehen, ob die Bewohner des Lagers einheimische Produkte zu schätzen wissen. Ja, besorgt folgendes Sichelhorn-Koteletts. 10 Stück. Da kommt man ja jetzt auch Hunger. Obwohl ich kurz vor der Aufnahme noch gegessen habe. Ich glaube, das werde ich nie wieder tun. Faules Fleisch. Geflügel aus Silberwald zu importieren ist entschieden zu teuer. Aber diese Steinfedern sehen irgendwie wohlschmeckend aus. Naja, nicht so richtig. Aber die Kostensenkung ist das Angebot der Stunde. Ja, sammelt folgendes stinkendes Vogelfleisch. Und, oh, da kriegen wir neue Schultern. Viel Glück. Also Schulterpanzer, nicht neue Schultern, so wie man mal eben ein künstliches Kniegelenk oder sowas bekommt. So, dann schauen wir kurz auf die Map. Ja, das ist alles hier in diesem linken Bereich. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier weiter durch Steinfeld geschleust, weil hier vorne haben wir ja schon alles erledigt. Hier war ja der erste Außenposten und hier ist irgendwo genau das Bruchsteinbecken. Jetzt sind wir schon Lager Klüngel. Wir haben ja immer noch diese Quest mit Asha Katari. Das machen wir aber erst, wenn wir bei Zeiten mal wieder in der Hauptstadt sind, was wir irgendwann definitiv mal wieder sein werden. Und ich würde sagen, wir packen unsere Spinne mal wieder aus. Ich glaube, die haben wir in den letzten Folgen überhaupt nicht gesehen. Ich finde die immer noch ganz cool. Da gibt es auch eine mechanische Version von, gerade jetzt, wo Karneval war. Habe ich leider nicht ergattern können. Aber nun ja, man kann ja nicht immer alles haben. So, hier haben wir noch ein Artefakt. Das haben wir noch nicht. Das heißt, das können wir auch gleich mal einlesen. Wo ist es hier? Kleiner, schattengezeichneter Knochen.
Haben wir dafür schon eine Sammlung? Nein, ist allerdings auch nur eine Dreier-Sammlung. Die sollte man relativ, ich sage relativ, einfach zusammenbekommen. So, sind wir überhaupt richtig? Joa, sieht so aus. Da fängt ja auch schon der Kreis an. Stinkendes Vogelfleisch. Ich hoffe, das kombiniert sich mit diesen Federn, die wir auch noch sammeln sollen. Dann wäre das nämlich... Ah, sehr schön, ein Lebendriss da hinten. Das sind welche. Dann haben wir nämlich alles mit einem Schlag. Ich schaue nur noch mal ganz kurz. Entdeckt Grausknochengrat. Ich schaue nochmal hier oben, ob hier noch Artefakte oder so sind. Sollte man immer tun. So, nö. Ist nix. Da oben geht's aber auch noch weiter. Da müsste man auch noch hinkommen können. Ja, sorry, jetzt hat mich, ehrlich gesagt, das Erkundungsfieber gepackt. Hm, von da kommen wir nicht hoch. Aber vielleicht von hier. Sieht gut aus bis jetzt. Das scheint machbar zu sein. So, jetzt sind wir hier. Oder hinten ist auch noch so ein brennendes... Ist das, Meridian? Ich weiß es nicht. So, hier oben fangen nämlich schon Waldstücke an. Vielleicht ist da irgendwas. Weil auf so kleinen Plateaus ist meistens immer irgendwas. Ja, sorry, dass ich das jetzt wieder hier so... mich nicht den Quests widme, sondern, der Erkundung. Aber ich finde... es lohnt sich. Also, ich erkunde sehr gerne in diesem Spiel. Ich habe auch längst nicht alles gesehen. Ist ja, glaube ich, auch ja unmöglich nicht. Irgendwann hat man immer alles gesehen. Aber... So, jetzt sind wir hier. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, hier ist nichts. Na, das hat sich ja super gelohnt. Da oben, nee, auf die Spitze werden wir wohl nicht kommen können. So, hier ist auch nichts. Und das ist definitiv zu steil. So, dann gehen wir hier wieder kurz runter, weil man kann auch noch hier rüber. Vielleicht schaffen wir das ja doch auf die Spitze zu kommen. Ich weiß noch, das ist ein Silberwald, also das erste Gebiet nach dem Tutorial von den Wächtern. Dass es da einen Berg im Silberwald gibt, wenn man den erklimmt, kriegt man einen Erfolg, dass man den höchsten Punkt irgendwie in dem Gebiet erreicht hat. Vielleicht schaffen wir das hier ja auch. Oder vielleicht gibt es das hier. Da haben wir doch schon einen Glitzi. Das ist sehr schön. Hat sich doch... Allein dafür hat sich die ganze Mühe schon mal gelohnt. Würde ich jetzt mal sagen. So, das lesen wir auch ein. Oh, guck mal, da haben wir schon ein zweites Stück von. Fehlen aber noch 4 Stück. So. Kommen wir hier hoch? Ne, das sieht, glaube ich, zu steil aus. Naja, aber aussehen und trotzdem hochkommen sind immer 2 verschiedene Dinge. Hey, wir schaffen's. Wir sind aber wieder in Freimark. Ach du Kacke, guckt euch das mal an. Wir sind ziemlich weit oben, möchte ich mal meinen. Da hinten ist ein Schneegebiet. Wo sind wir denn? Aha. Ach so, nee, das ist gar nicht Schnee, ne? Das ist doch Schimmersand. Das ist eine Sandgegend. Aber sehr schön. Vielleicht kommen wir ja doch da hoch. Wer weiß das schon? Also ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ich dieses Erkunden sein lassen soll, weil ich das auf den Keks geht. Oder ob ich das so weitermachen soll. Da könnt ihr ruhig gerne mitbestimmen. So, hier kommen wir überhaupt nicht hoch. Keine Chance. Das ist alles zu steil. Mensch, Mensch, Mensch. So, hier geht's, glaube ich, auch nur wieder runter. Nee, keine Chance, da kommen wir nicht hoch. Deswegen, deswegen würde ich sagen, gehen wir wieder rüber. Und fangen jetzt endlich mal mit den Quests an. Dass wir hier auch mal zu irgendwas kommen. So, kommen wir von hier, ja. Nur aufpassen, dass wir uns nicht den Hals brechen. Ich gucke nur noch da vorne mal. Und dann gehen wir wieder zurück. So. Keine Ahnung, ob ich hier überhaupt jemals so lang gegangen wäre. Ich würde eher nein sagen, weil hier führt ja auch keine Quests hin. Ich habe übrigens ein Gebiet noch nicht entdeckt.
Warum auch immer. Oh, jetzt wird es gerade ziemlich dunkel. Die Wolken ziehen hier auf. Seht ihr das? Gerade war es noch schön hell. Und jetzt sieht es doch sehr nach Regen aus. So, was haben wir hier noch? Ein kleiner Tümpel. Ich möchte das jetzt nicht als See bezeichnen. So, hier ist überhaupt nichts mehr. Schade. So, was haben wir hier noch? Wahrscheinlich auch nichts mehr. Deswegen würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zum Questgebiet und erledigen ausnahmsweise mal die Aufgaben, die uns jetzt hier im Lagerklüngel auferlegt wurden. So, naja, hier ist echt nichts mehr. Ach, Moment mal. Hier. Habe ich das gerade nicht gesehen? Hier waren wir doch schon, oder? Ein altes Steingrab. Ein staubiger Sack. Binden beim Aufheben. Und dann noch die tolle Bemerkung, da ist etwas drin. Und was haben wir da? Nicht I, schon wieder. B, was haben wir da drin? Oh. Gamaschen des Seers. Das verbessert alles, was wir derzeit angelegt haben. Neben 28 Gold. Ist sogar Kette. Manchmal hat man noch Pech und man findet etwas, was nicht für die Klasse ausgelegt ist. Sehr schön. Also wenn wir die anziehen, haben wir plus 61 Rüstung noch dazu. Plus 2 Weisheit und plus 3 Ausdauer. Na komm. Und die ziehen wir uns auch gleich an. Achso, kleinen Moment, ich mache das Fenster hierbei offen, damit ihr auch seht, wie die wirklich aussieht. Ja, wir wollen diesen Gegenstand an uns binden. Zack. Ja, nur eine andere Farbe. Weil wir haben ja diese Skeptiker-Klamotten an und da sehen wir ja halt nicht, wie das sonst... Oh, wir brechen uns die Beine. Wie das sonst aussieht. Aua. Ja, super. Und direkt in den Feind rein. Na, das war ja mal was. So. Hier aber bombardieren. Und dotten. Nach der ist er noch gar nicht ready. Und dann geht das Gemetzel hier wieder los, wie man das aus jeder Folge eigentlich kennt. Es wäre mal cool, wenn es ein MMO gibt, wo man auch ein bisschen mit Diplomatie lösen könnte. Wo man... Was ist das denn? Achso, Eichenstamm. Dass man nicht unbedingt immer kämpfen muss, sondern auch mal... Ja, wie soll ich das sagen? Dass man auch mal durch, ja, dass man so Talente wie in den BioWare-Rollenspielen, dass man über Redenskunst oder irgendwie sowas skillen kann und dann dementsprechend Dialogoptionen hat, um das dann in eine bestimmte Richtung zu lenken. Sowas wäre cool. Einfach mal ein bisschen mehr Freiheit. Nicht immer nur dieses hier Questbeste, komm, meine Quest ist noch besser, sammle noch mehr von dem ganzen Schrott. Das wäre vielleicht mal ganz interessant, wenn es sowas geben würde. Vielleicht gibt es sowas, ja. Und ich bin einfach nur zu blöd, um das bisher gefunden zu haben. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr denn so ein Spiel kennt. So. Außer EVE Online. Das ist nicht das, was ich so ganz meinte. Das spiele ich gerade übrigens auch aktiv, aber... Ja, aber ich würde schon sagen, das geht in Richtung Sandbox dann, oder? Hm. Man weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir hier komplett falsch sind. Genau, wir sind ja... Aha. Wir sind ja echt von der falschen Seite. Wir müssen einmal hier... In die... Die Felsen sehen auch komisch aus, ne? Wir müssen hier einmal rüber. Und da würde ich sagen, da schnetzeln wir uns jetzt doch mal den Weg frei. So. Den hätten wir. Und dann noch die Patrouille. Die hätten wir dann auch gleich. Ach, das sind doch hier diese Kotelett-Dinger, ne? Ach, nee. Sichelhorn-Kotelett. Naja, wird zumindest nicht angezeigt, dass das von denen ist. Ich probiere es aber trotzdem mal. So, die sind auch wieder ein bisschen gleichstufiger hier. Die, die wir letztes Mal gemacht haben, die waren ja doch 1, 2, 3 Level unter uns. Wo natürlich die Herausforderung nicht mehr gegeben war. Nee, das sind die nicht. Aber wenigstens können wir hier das Fell abziehen. Dankeschön.
Was ist das denn da hinten? Da ist so eine... so ein Krug oder sowas ähnliches. Ja, Moment, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ach, wir sind schon über dem Ziel hinaus. Nee, komm, dann gehen wir hier lang. So, wir sind nämlich ein bisschen abseits des Weges geraten. Hat sich aber gelohnt. Schicke neue Hose und bisschen Gold. Ach, guck mal, hier haben wir diese Kackvögel. Und das ist echt für beide Quests. Für die Federn und für das Vogelfleisch. Jetzt müssen wir nur nah genug rankommen. Na, jetzt aber. So, dann holen wir mal den Vogel aus der Luft. So, da, ach Mist, ausgewichen. Ach nee, wir sind ausgewichen, aber das Viech haben wir ja auch nicht getroffen. Sehr schön. Stinkendes Vogelfleisch, yummy. Esse ich auch mal zum Frühstück. Wir hauen aber gut Schaden rein, wenn man die ganzen Zahlen hier so aufsteigen sieht. Oh, das ist dieser Effekt mehr, was nach mehr aussieht, ist auch mehr. So, hier war doch gerade noch ein anderer Vogel, der ziemlich nah an uns vorbeigeflogen ist. Wo ist denn der? Hm, ist das der? Naja, wie dem auch sei, wir haben noch keine... Ach, Moment mal, wir müssen die... Ach, verstehe. Die droppen die gar nicht, diese Federn, sondern wir müssen die extrahieren mit diesem Gerät. Mit dem Wutextraktor oder wie das da... Das ist gerade nur überflogen. Ja, Wutextraktor. Können wir wohl nicht auf Tote anwenden. Aha. Da haben wir eine. Ach, okay. Dann müssen wir die jetzt damit pullen. Geht ja nicht anders. So. Naja, die gehen ganz gut runter. Ich denke nicht, dass wir uns hier irgendwie in die Hosen machen müssen bei diesen Gegnern. So, zack, da liegt das Vieh. Da ist noch einer. Ja, ich habe die wieder unten schon gesehen. Keine Panik. So, da haben wir noch welche. So, komm jetzt ran. Ein Rook. Diesen Namen von... Das sind so Harpchen-ähnliche Dinger, glaube ich, oder? Oder waren das eher Greifen-ähnlich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den Namen schon mal irgendwo gelesen. Also... Das ist jetzt keine Erfindung dieses Spiels hier. Was ist das hier? Ach, auch noch so ein Vieh. Wie viel Fleisch brauchen wir noch? Noch drei. Ja gut. Brauchen wir doch noch ein bisschen mehr. Na komm ran. Brauchen allerdings nur noch eine Feder. Ach, falscher Knopf. Nur noch eine Feder. Und dann haben wir das auch alles zusammen. Dann fehlen uns nur noch die Koteletts und... Dann müssen wir noch die Rüstungsstücke platzieren. So. Das war der. Und hier kommt das letzte Büschel Federn. Jetzt. So, Krabwumms. Deaktiviert? Was war das denn jetzt? Hm, was auch... Was auch immer das war, das Ding wird trotzdem sterben. So, dann haben wir nämlich nur noch den Vogel und noch einen. Dann haben wir nämlich schon mal auch dieses stinkende Vogelfleisch zusammen. Genau, 7 von 8. Nur noch eins. Diese 10 Koteletts und die Kiste abstellen. Moment mal, hier blinkt... Also hier blinkt's nicht, aber... Achso, hier sollen wir die Rüstungskiste platzieren. Ich würde sagen... Wenn wir schon mal hier sind, hier steht auch im Chat, dieser Hügel passt zu der Beschreibung, die Lindon Kassel in den Anweisungen zu seinem Experiment gegeben hat. Ja, dann, auf. Und wir sollen das Ding hier verteidigen. Ich nehme mal an, hier wären ein paar... Ja, da blinkt unser Name schon auf. Das heißt... Da. Hier kommt irgendetwas jetzt an uns herangepirscht. Also mehr oder weniger gepirscht. Neugieriger Grausknochen. Dann scheint das die Grausknochen-Trolle zu sein. Besiegt die angelockten Trolle. Achso, da kommen
wahrscheinlich noch ein paar Exemplare. Ach, da ist er ja auch schon. Hab ich gar nicht gesehen hier. Aber das scheinen nur diese Krausknochentrolle zu sein. Aber da stand 1 von 4, das heißt, da kommen jetzt nach dem noch 2 Stück. Vielleicht kommt ja dann noch eine andere Sorte. Im Moment kein Kampf. Doch, jetzt wieder. Aha. Und wieder ein Krausknochen. Ja, dann scheint das echt die Krausknochen-Trolle zu sein. So ein bisschen hier im Auge behalten. Und nicht, dass uns hinterrücks die Kiste geklaut wird. So, dann fehlt nur noch einer. Da ist er. Und dann haben wir das auch. Na, die Quest ist ja mal einfach. Naja, eigentlich sind alle Quests einfach, bis auf Gruppenquests und Instanzen. Wobei ich denke, wenn man die Instanzen ein, zwei Mal gemacht hat, dann hat man die auch weitestgehend drauf. Ich meine, als CD muss man ja wahrscheinlich, zumindest im normalen Modus, wie ich das bisher immer gespielt habe, muss man eigentlich eh nur immer drauf dreschen. Und nur bei bestimmten... Ja, jetzt ist es weg. Achso, haben fertig. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, und nur bei irgendwelchen Bossgegnern mit ihren Abfolgen und so muss man dann auch mal auf die Reihenfolge achten, wie man Gegner runterhaut. Ansonsten ist das dummes Draufgedresche. Da haben die Tanks und die Heiler schon ein bisschen mehr zu tun. Wobei ich ehrlich gesagt noch nie einen Heiler gespielt habe. Ich habe sonst mal sehr gerne Tank gespielt. Das hat mir relativ viel Spaß gemacht, auch diese Verantwortung zu haben. Aber, ja, weiß ich nicht. In dem letzten Spiel, wo ich Tank gespielt habe, ja, ich war WoW, da ging mir das am Ende doch sehr auf den Keks, dass man der Arsch für alles war. Also, ne, für die kleinsten Fehler musste man sich rechtfertigen oder so, ne, und die anderen pullen da schön feuchtfröhlich weiter. Naja, diese Zeiten habe ich hinter mir. So, guck, da haben wir das Ding auch voll. Dann fehlen uns nur noch die Koteletts. So. Ja, ich weiß, wenn wir das Ding hinten noch gelootet hätten, wir sind voll vom Gepäck her, dann hätten wir das Ding auch noch schlachten können, aber naja, die Handwerksberufe kann ich ja auch noch nachziehen. Das ist ja nicht das Ding. So, guck. Ach, der hat nichts gedroppt. Naja. Ich sehe übrigens gerade, dass wir schon ein wenig in der Zeit überschritten haben. Deswegen werde ich mich jetzt da oben hin platzieren, wo wir die Kiste abgestellt haben. Und würde sagen, dass wir dann direkt im Anschluss, also in der nächsten Folge, dann, ja, dass wir uns dann den Koteletts widmen, beziehungsweise die Questabgabe. Also, ich bedanke... Ach, jetzt ist der Chat hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.